Liebe YouTube-Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Barbie Legacy. Wir haben heute extra eine Stunde früher angefangen, um länger spielen zu können. Ratet, wer jetzt eine Stunde 47 schon streamt. Und jetzt gehen wir ins Spiel. Aber als allererstes sagt wie immer natürlich unser Twitch-Chat einmal Hallo. Falls ihr auch mal dabei sein wollt, seid ihr herzlich willkommen bei twitch.tv/... Nee, Simfinity_Nina. Den Link findet ihr auch nochmal in der Infobox. Wir haben zum Start dieses Streams, also wir spielen jetzt Sims und zum Start vom Sims-Spielen haben wir noch was ganz Besonderes vor. Ganz kurz zur Erklärung. Obwohl, nee, wenn ihr den Stream letzte Woche mitbekommen, also geguckt habt, dann wisst ihr das ja. Letzte Woche im Stream war auf einmal Pauluna da, die CC-Creatorin. Und dann hat eins zum anderen geführt und sie hat die Schmuckkollektion zu CC gemacht. Das war ja sowieso geplant damals, als wir die rausgebracht haben. Das hat dann aber alles nicht geklappt und deswegen war das jetzt so Match Made in Heaven. Da, 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 da! Darauf eine Party. Abu, danke für die 24 Monate. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall haben wir das jetzt, also ich habe es schon als CC. Sie hat es mir jetzt gerade quasi die Probeversion geschickt. Also es kann sein, dass jetzt vielleicht noch irgendwie Fehler da enthalten sind, aber das testen wir jetzt. Und es wird dann auch demnächst für euch zugänglich sein. Wir haben jetzt gerade hier Lagebesprechungen im Stream gemacht und uns kollektiv dafür entschieden, dass alle dazu Zugang bekommen und nicht eben nur die, die den Newsletter abonniert hatten und darüber dann den Schmuck gekauft haben, sondern dass einfach halt alle diesen Schmuck bekommen können, weil wir einfach Gönner sind und einfach uns füreinander freuen. Und Sarah, danke noch für die 8 Monate. Genau. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir uns das jetzt auch direkt hier mit unserer Barbie an. Die sind alle nicht zu Hause, weil wir beim letzten Mal Geburtstag gefeiert haben. Oh, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Aber gleich nochmal Recap. Wir müssen uns erstmal jetzt ein Outfit raussuchen, wo man das bei Barbie gut sehen kann. Barbie, du brauchst jetzt ein anderes Outfit. Das hier. Gibt's nicht in Pink. Dann siehst du es in Weiß an. Okay. Seid ihr ready? Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, hör mal. Dann kann ich die Kollektion wenigstens in Sims haben. Genau, das habe ich mir halt auch gedacht. Das finde ich nämlich dann auch voll schön. Okay. Let's go. Weiß ja gar nicht, wo das jetzt ist hier. Das ist ja auch, glaube ich, eine Sensation, weil ich glaube, das ist doch der erste Schmuck, den du jemals gemacht hast, oder, Pauluna? Deswegen weiß ich ja gar nicht, wie das Thumbnail aussieht. Ich habe schon mal Ohrringe gemacht, na gut. Trotzdem, wir tun jetzt einfach so. Boah, diese, also über diese Anzeigebilder, ne, könnte ich immer noch, also die sind so gruselig, naja, okay. Das ist das Problem, wenn man so viel Custom-Content hat. Oh mein Gott, die sind ja voll schön. Hab ich noch nie gesehen. Ich habe zu viel Custom-Content. Thumbnail ist noch nicht drin. Ja, also ich habe das Praline Sims Ohrringe Collection Set. Wir gucken mal, ne? Bei der Kette. Okay, Barbie, du musst mal kurz deine Haare hochbinden. Du brauchst mal kurz einen Zopf. Oh mein Gott! Nein, natürlich gibt es keine Suchfunktion, Lukas Live. Wir spielen hier immer noch Sims 4. Oh mein Gott, das sieht so gut. Das reflektiert ja sogar. Ich kann nicht mehr. Was bist denn du für eine Maschine, bitte? Oh mein Gott, warte mal. Ich muss mal zurück. Das gibt es natürlich auch noch in Silber. Oh mein Gott. Hammer. Jeder Sim bei mir jetzt mit dem Schmuck. Ey, wie geil einfach. Es sieht auch Hammer aus. Also noch großartiger, als ich mir das vorgestellt habe. Hammer. Richtig, richtig geil. Hab's gut, richtig gut erwartet und wurde trotzdem positiv überrascht. Same, Nisi. Same.
Ich brauche den Schmuck in meinem Spiel. Jetzt! Ich gebe euch dann Bescheid, wenn wir alles Weitere besprochen haben und das dann veröffentlichen und so weiter. Also kriegt ihr dann auf jeden Fall eine Info. Karamellreis, danke noch für die 3 Monate. Und dann gucken wir uns natürlich auch noch The Cat an. Da habe ich zum Glück nicht so viele. Also das sollten wir besser hinbekommen. Doch auf, ey. Hammer. Ey, es ist halt so geil. Es ist halt so geil. Vor allem, weil das halt auch so perfekt anliegt. Weil manche Ketten, die Custom Content sind, schweben ja dann so, dass das halt so absteht. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Und als letztes haben wir natürlich auch noch die Petrichor-Kette. Jetzt kann ich mich halt wirklich 1:1 selbst erstellen. Ja, wie Hammer. Richtig cool. Okay, und Petrichor. Ey. Ja, wie gut die Kette auch einfach liegt. Es ist so. Es ist so. Hammer. Auch im Nacken. Fantastische Arbeit. Wirklich fantastische Arbeit. Das hast du so unfassbar toll gemacht. Also einmal ganz, ganz, ganz viel Liebe für Pauluna in den Chat. Ja, wirklich, da kann sich EA mal eine Scheibe abschneiden, wirklich. Oh mein Gott. Hammer. Bin mega happy. Was ist das denn? Achso, das ist diese Muschel. Ja, genau so. So will ich das sehen. Hammer, 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 Hammer. Wirklich richtig, richtig toll. Ich bin richtig am Schwitzen. Wie schön ist der Schmuck im Spiel? Ja! Richtig, richtig toll. Ach, also es sieht wirklich, also es ist noch so viel schöner, als ich mir das vorgestellt habe. Also ich bin wirklich zu 100% zufrieden. Also es liegt halt auch so schön. Hammer. Du bist am Schwitzen, ich sterbe gerade. Oh Mann, ey. Es ist so fantastisch. Es ist so geil. Aha, warte mal. Wir müssen Barbie jetzt einfach halt auch ein Outfit geben, wo sie das... bei ihrer Sommerkleidung kriegt sie das jetzt. Ja, guck, perfekt. Da ist halt auch noch perfekt hier frei. Barbie zieht die Petrichor-Kette an. Beautiful. Und dann zieht sie auch noch die Lumos-Ohrringe an. Die waren doch auch irgendwo unten, oder nicht? Oh Gott, ich habe so viel Custom Content. Da. Barbie braucht das überall bei jedem Outfit. Welche Affirmation hat Barbie wohl drauf? Ich glaube, Barbie hätte auf jeden Fall wie haben wir das denn nochmal genannt? Nicht Gemeinschaft. Wie haben wir das nochmal genannt? Wo die Herzen drauf sind, die 3 Herzen. Nee, ich glaube nicht Selbstliebe. Ich glaube Verbundenheit, genau. Verbundenheit haben wir jetzt genannt. Josi einfach. Maschine. Ich glaube, Barbie hätte Verbundenheit da drauf. Oh mein Gott. Anja, danke noch für die 12 Monate und Maron, danke für die 13 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, sie hätte da verbunden, also auf der Petrichor-Kette ja sowieso nicht, aber ich glaube, das sieht so schön aus. Was hat sie da noch? Sie hat, hä? Warum hat sie denn 2 Outdoor-Outfits? Naja, okay. Ach, schön. Habe ich auswendig gelernt, ich glaube auch. Habe ich nämlich auch in meiner Kette, wie schön. Oh mein Gott, ist das toll. Bin richtig happy. Richtig, richtig happy. So, jetzt kommt der Recap der letzten Woche. Also wir haben letzte Woche auf jeden Fall Geburtstag gefeiert. Ihr seht schon, die Zwillinge sind zu Kindern geworden. Wir haben jetzt 3 Kinder und es ist einfach nur toll, weil sie sich jetzt selber versorgen können und einfach gar nicht mehr auf uns angewiesen sind. Was ist noch passiert? Also ist noch irgendwas halt
Story-Beeinflussendes passiert? Diese Frau ist auf jeden Fall wütend. Du solltest ein bisschen No Rain, No Flowers Schmuck tragen, dann geht's dir besser. Hab heute deinen letzten Stream nachgeguckt und meine eineinhalbjährige Tochter hat einen Teil mitgeguckt. Dann hat sie da Josie drin gesehen und wollte sie streicheln. Daraufhin hat sie dann mein Handy gestreichelt und Ei gesagt. Oh mein Gott, ist das süß. Larissa, Hallöchen. Der Doppelgänger Laurent, ja, true, stimmt. Okay. Ich glaube, sonst ist nichts Wesentliches passiert, oder? Also es hat zumindest jetzt keiner mehr sonst was dazu geschrieben. Kurzer Einwurf, ich habe heute auf YouTube ein Thumbnail von der Barbie Legacy gesehen, kurz gedacht, Ken wäre Dylan oder Cole Sprouse. True. Ein bisschen sieht er so aus, ne? Finde ich auch. Happy Family Life einfach, ja. Und das macht uns einfach sehr froh. Also wir haben beim letzten Mal dann hier Geburtstag gefeiert. Barbie ist da hinten in der Ecke gefangen. Einfach toll. Alles wie immer. Was machen wir jetzt mit dem Kuchen? Können wir den mit nach Hause nehmen? Können wir. Toll. Okay, dann würde ich auch sagen, dass wir das Essen beenden. Und dann gehen wir nach Hause. Ach, mein Dings geht nicht. Deswegen... Ich will euch die Musik zeigen. Warte mal. Deswegen war ich eben auch nicht gemutet, weil mein GoXLR schon wieder nicht geht. Wartet. Oh, Manu! Sims 2, oder? Ich glaube, es ist Sims 2. Mein GoXLR, mein Interface-Ding da. Oh mein Gott, die Musik hittet einfach ganz anders. Okay. So, da hat gerade aber noch jemand eine First-Nachricht geschrieben. Lexa, Hallöchen, bin dir von YouTube gefolgt, habe mich irgendwie gesträubt vor Twitch, aber ich dachte mir, wenn meine Lieblings-YouTuberin hier zu finden ist, muss es ja gut sein. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier. Ich freue mich sehr. Ja, schon eine tolle Zeit hier, die wir immer haben. Anna, danke für die 30 Monate. Ich danke dir von Herzen. So, noch was? Ladybird, Hallöchen, schön, dass du auch da bist. Okay, so. Jetzt aber. Nach Hause. Wir holen Barbie da hinten aus dem Loch raus. Wir haben ja bezahlt. Musik kann jetzt auch wieder an. Ich habe heute fürs Let's Play nochmal Sachen von SimCubes runtergeladen. Das ist ja einfach nur toll, ne? Also dieser Creator hat so krasse Sachen in der Galerie. Die anderen Kinder lassen wir da. War länger nicht mehr da. Werden Barbies Kinder zu Hause unterrichtet? Nee. Also Chelsea geht tatsächlich auf eine Elite-Schule. Ich weiß jetzt gar nicht, wollen wir die Zwillinge da auch anmelden? Wäre ja eigentlich unfair, wenn sie nicht da hingehen, oder? Kostet dann halt auch wieder. Was sagt ihr? Aber müssen wir ja eigentlich machen, oder? Und Mavi, danke für den Glück. Was drückst du zum Reisen auf M einfach? Einfach M drücken. Ja, wir haben das Essen bezahlt und dann haben wir sie da aus dem Loch rausgeholt. Nee, es wird nicht lange dauern, bis ihr den Schmuck runterladen könnt. Wir besprechen das. Also ich wollte ja nur euer Feedback hören, dann werde ich das mit Only You weiter besprechen und beziehungsweise dann ja natürlich auch mit Paulina. Und dann kriegt ihr da die Info. So, ja, gut, wir sind wieder zu Hause. Es fällt mir irgendwie mal so schwer, wieder reinzukommen. Aber als allererstes werde ich den Kuchen im Kühlschrank tun. Haben wir überhaupt genug Geld für die Schule? Also wir haben jetzt halt gerade 1400 Simoleons. Wir wollten ja aber unbedingt auch noch den Garten mal schön machen, beziehungsweise wir hatten ja auch mal von einem Gewächshaus geträumt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir unbedingt noch ein Gewächshaus brauchen, weil wir jetzt auch nicht super krass an... Also, die Blumen retten uns schon regelmäßig den Purpose, aber wisst ihr?
Aber wir wollten halt trotzdem den Garten generell schön machen. Genau, wir wollten ja auch noch einen Baumhaus für die Zwillinge holen, weil wir ja gesagt haben, dass sie da immer dann so chillen. Tommy hat ja, glaube ich, auch, nee, er hat Senkrechtstarter, aber sie hat, glaube ich, genau, kreatives Genie, dann müssen wir so tun, als ob im Baumhaus spielen und so. Was kostet das Baumhaus denn? Hä, guck mal, das wusste ich gar nicht, dass es dafür einen Filter gibt. Krass. Das Bällebad könnten wir verkaufen, ja, true. Ihr habt recht. Und die Kinder brauchen noch Betten, ja, stimmt. 800 Simoleons! Let's go! Okay, diesen Baum können wir dann ja... Den weinenden Kirschbaum können wir dann... Oder warte mal, ich lasse ihn mal noch kurz. Wo ist hier das Baumhaus? Ach, da. Oh, ich habe irgendwie unterschätzt, dass das so riesig ist. I wanted you to know. Dann müssen wir den Baum, glaube ich, doch löschen. Warum kann man den Baum nicht ändern? Das ist jetzt auch nochmal so eine Frage, die ich habe. Das nimmt ja den ganzen Garten ein. Okay, warte mal. Können wir das noch ein Stück nach hinten ziehen? Warum kann ich den nicht noch da ziehen? Ja, und so schnell ist das Geld dann auch schon wieder weg, ne? Ja, beim Baumhaus eher die Frage, ob es passt. Ey, ich habe irgendwie wirklich unterschätzt. Ich dachte, das wäre viel kleiner. So vielleicht? Dann können wir hier vielleicht noch einen Pool hinmachen. Also... Ja, guck, Laura schreibt auch, ein Pool wäre auch cool. Ja, sehe ich auch so. Aber dafür haben wir jetzt definitiv gerade kein Geld. Wir müssen jetzt mal erst bin gestresst. Kurz gucken, wie wir jetzt das hier hinkriegen. Okay, warte mal. Die können wir ja löschen. Und dann machen wir den nämlich jetzt ein Hochbett da rein. Ich glaube, wir müssen auch mal hier unseren Vorgarten auflösen. Das geht nicht mehr. Das ist jetzt zu klein. Ja, meine Sims brauchen wieder Pools. So, also, ist so. Sandsturm, Hallöchen. Was machen wir mit dem Garten? Ich park das mal kurz hier, okay? Nur kurz, Chat. Roblox, Hallöchen, herzlich willkommen. Mir geht's sehr gut, ich hoffe dir auch. Und da draußen eine kleine Gartenhütte für die Pflanzen. Ja, das war ja der Plan. Aber jetzt haben wir schon wieder fast kein Geld mehr. Aber wir löschen jetzt da die Wand und die Tür. Dann kriegen wir da ja schon wieder Geld. Aber dann müssen wir halt noch Betten kaufen, ne? Okay, erstmal zwischengeparkt. So. Ist da noch was an der Wand? Ja. So. Ja, guckt. Die Tür lassen. Okay. Und dann kriegen die ja jetzt einen. Kannst mal. Kann mal Licht angehen, bitte? Ich hasse das, ne? Warum geht denn das Licht jetzt nicht an? Korkora, Hallöchen. So. Wir können jetzt erstmal aussortieren. Also das ist ja auch so ein Kind. 144 Simoleons bezahlt die Frau dafür. Das heißt, neu hat dieses Ding wahrscheinlich 250 oder 300 gekostet. Wer hat, der hat, ne? Das hat natürlich auch so viel gekostet.
klar, wir haben nicht nur eins davon, wir haben zwei. Das hier kann auch weg. Das ist ja auch eher für Säuglinge. Okay. Und das ist auch für Kinder, ne? Oder? Ich glaube schon. Gucken wir mal. Ei, ei, ei. Meine, wenn man die draußen nur unter ein Dach stellt, gelten die Pflanzen auch als geschützt. Ja, gucken wir gleich mal. Wir richten mal kurz das Zimmer von den Kids ein. Und dann schauen wir, okay? Ich glaube, ich möchte das Bett hier hinstellen. Müssen wir mal kurz hier aufräumen. Was für ein Bett bekommen die beiden? Also ein Hochbett, aber welches ist the question? Gibt's nur die, ne? Wartet mal. So einfacher. Aha. Oh. Hat das nicht... Nee, das hat nicht Chelsea. Ach, das ist ja auch... Wow. Entschuldigung. Nee, ich dachte ein Stockbett. Also ich habe jetzt gedacht, dass wir... Ein Stockbett machen. Noch 5 Spielzeuge und der Pool ist drin. True. Ein günstiges Sisi-Bett. Dann ist der Pool drin. Sogar in Sims hittet die Inflation. Es ist so. Es ist so. Alles einfach unverschämt teuer. Also. Warte, was ist das denn? Tiny Traveler's Pool. Ja, das ist ja kein Hochbett, ne? Das ist alles nicht schön. Ne. Ne. Ich bin überfordert, Leute. Gibt's da einen Filter für? Wahrscheinlich nicht, ne? Wie heißen die denn da im Spiel? Etagenbett. Ja, wirklich, ich brauch Sisi. Sophie, Hallöchen, mir geht's sehr gut. Ich hoffe dir auch. Und Luna, Hallöchen. Was ist mit dem Hochbett aus der Annie Legacy? Ich weiß gerade nicht, welches Ray hat. Ja, ob wir dann einfach so ein ganz normales nehmen. Das ist ja auch eigentlich ganz süß. Oder die kriegen doch bald... Oh, sieht eher ein bisschen nach Gefängnis aus. Oder die kriegen doch beide ein eigenes. Und dann sich so gegenüber vielleicht. Das war das, was ich am Anfang hatte. Das ist auch süß. Aber eigentlich will ich ja... Oder wir nehmen einfach das. Die haben ja eigentlich, Leute. Nee, ich glaube, warte, welches war das jetzt? Das hier. Das ist die beste Wahl. Wir nehmen das. Okay? Wo ist die Leiter? Das ist eine falsche... Hä? Kann man da nicht die Leiter ändern? Warum das denn nicht? Ich will aber, dass sie mit dem Kopf an der Wand schlafen. Melina, danke schön für die 42 Monate schon. Schön, dass du da bist. Was willst du uns eigentlich sagen? Das weiß ich auch noch nicht.
Maximalöchen, schön, dass du da bist. Eigentlich schon, ja, aber wie denn? Also hier kann ich nicht das auswählen. Andere Seite habe ich auch schon überlegt. Aber ich wollte eigentlich so wir haben gerade Probleme. Ja, Nina. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Good day, good day, good day. Ihr habt ein Laserschwertspiel gespielt. Habe ich eben noch reingeguckt. Ich war verwirrt, weil ich natürlich keine Ahnung habe. Aber schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Ich bin Nina, hallöchen. Wir spielen Sims, wir spielen die Barbie Legacy. Die spielt ja Nina ja auch. Ich bin, glaube ich, auch gefühlt der einzige Mensch, der immer Janina sagt, ne? JB. Schaut sehr, sehr gerne auch bei ihr vorbei. Wie gesagt, sie spielt auch Barbie Legacy und jegliche andere Simulatoren und ich glaube, Just Dance und so Fitness-Sachen, machst auch Kochstreams. Alles gibt's da. Variety wird groß geschrieben, auch ganz viel quatschen. Also schaut da sehr, sehr gerne auch mal vorbei. Genau, bei mir gibt's ansonsten auch ganz viel quatschen und Planet Zoo. Und letzte Woche haben wir Kebab-Simulator gespielt. Gibt's nächste Woche auch nochmal. Also, ja, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich möchte natürlich auch mal einmal hier Hallo sagen. Bass Opossum, Hallöchen, herzlich willkommen hier. Ich glaube, dein Name ist Nils, richtig? Ein Reuter? Ich glaube, dein Name war Nils. Schön, dass du da bist. Und Janina natürlich, schön, dass du da bist. Ach so, ihr habt danach auch noch Barbie Legacy gespielt. Ja, wie schön. Dann seid ihr ja noch richtig in der Mood. Das freut mich. Und Trebo, Hallöchen, herzlich willkommen. Und Charlotte, Hallöchen, herzlich willkommen hier. Und Lordi auf SH, Hallöchen. Und Wiesli, Hallöchen, herzlich willkommen. Neues Hauptgame hier, Kebab-Simulator. Ey, es macht wirklich voll süchtig. Eben gab es auch Barbie Legacy. Sie ist bei der Meerjungfrau Barbie. Alter. Was machst denn du für einen Speedrun? Ja, okay, ich brauche einfach nur extrem lange für alles, ne? Aber ich spiele auch nur einmal die Woche. Du willst aber nicht gleich auf, oder? Wir werden nur rumgereicht. Nee, also, wir sind gerade erst ins Spiel rein. Wir spielen erst seit 27 Minuten. Also, wir haben auch noch nichts geschafft, außer ein Baumhaus platziert. Weil wir brauchen für alles extrem lange. Wie, also, das deshalb. Ah, ich weiß jetzt. Ich weiß, Leute, ich weiß jetzt. Aber egal, ist jetzt eh irrelevant. Also deshalb sind wir auch immer noch bei der ersten Generation. Weil wir alleine 20 Minuten dafür brauchen, um ein passendes Bett auszusuchen. Hier ist einfach alles langsam. So nämlich. Ich fass es nicht. Nina weiß, dass ich Nils heiße. Ja, Hammer. Also, nee, manche Dinge bleiben mir irgendwie so im Kopf. Das ist manchmal so super random. Aber dann denkt man manchmal, ah nee, ist doch falsch. Hallo, gib mir das. Hä? Achso. Aber hier habe ich ja jetzt Glück gehabt, ne? Guck mal, dann können wir da. Ach nee, oben geht das nicht. Ist zu klein. Egal. Du musst da jetzt durch. Ja. Aber schön, dass ihr da seid. Und Blackhead, Hallöchen. So smart von dir, einfach auf die andere Seite zu stellen. Smart ist mein zweiter Vorname. Weiß jemand, ob Nina mit ihrem Gaming-Laptop zufrieden ist und wie der heißt? Nein. Ich hatte mir ja einen Gaming-Laptop gekauft, als das mit Lukas und mir so angefangen hat, weil ich dann halt auch einen Laptop haben wollte, auf dem ich spielen kann, wenn ich bei ihm bin. Und es ist wirklich, also ich würde wirklich niemandem empfehlen, der den Platz für einen Tower hat, also für ein richtiges Gehäuse, sich einen Gaming-Laptop zu holen. Weil der Laptop hat, glaube ich, 900 Euro oder so gekostet. Und für den Preis würde man halt einen wesentlich besseren PC bekommen. Also einen Tower-PC. Und der Laptop ist sogar schon überfordert, wenn Lukas nur streamen will. Also da läuft nichts auf dem PC, sondern der soll einfach nur streamen und der ist schon maximal überfordert. Also Minecraft kann ich da nicht mal mit Shadern spielen und so. Also kann ich absolut nicht empfehlen. Also wenn ihr den Platz habt, würde ich euch empfehlen, einen richtigen PC mit Monitor euch zu holen. Köpfchen, Hallöchen, schön, dass du da bist. Hab gerade meinen Gym-Vertrag wieder erneuert und war direkt eine kleine Runde trainieren. Wie schön. Wie geht's dir? Wie läuft's? Mir geht's sehr gut. Und wir haben noch nicht so viel geschafft. Aber
Sonst, ne, läuft super. Schön, dass du da bist und das freut mich ganz, ganz doll. Ich spiele Sims mit meinem Billo-Laptop, es startet zwar 20 Minuten, aber dann läuft's. Ja, also ne, ich kann jetzt nicht über Sims sprechen, weil ich Sims jetzt nicht auf einem PC, auch auf einem Laptop gespielt habe, obwohl ganz früher auch schon. Aber generell einfach so vom Vergleich, finde ich, lohnt sich dann einfach einen PC mehr. Also, meiner ist super, aber der hat auch das Dreifache gekostet. Ja, eben genau. Und dann denke ich mir so, und für den dreifachen Preis kriegt man dann halt in einem Tower. Okay, mittlerweile sind die Preise da auch ein bisschen anders, aber man kriegt meistens immer mehr Leistung, wenn man sich einen Tower-PC holt. Also ich spreche jetzt nicht von Sims-Spielen, sondern halt auch mal sowas wie Ark oder sowas. Das ist einfach nur belastend. Und dann habe ich jetzt gedacht, dass wir hier so eine Setup-Ecke einrichten können, dass die so zwei Schreibtische haben. Nebeneinander. Finde ich ganz cool. Genau, das Schlimmste ist auch noch die Lüftung. Ja, das ist bei meinem auch so. Roblox, mach's gut. Das Spiel ist doch eh nur Mittel zum Zweck. True. Muckeligkeit und Quatschen wird hier doch größer als das Gameplay geschrieben. Ja, das stimmt. Das Gute ist, bei einem Tower kannst du einfach noch nachrüsten. Ja, das kommt noch dazu, ja. True, true, true. Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber ich würde mir auf jeden Fall nicht nochmal für das Geld... Also ich hätte mir sowieso halt keinen geholt, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Dass ich bei jemand anderem spielen möchte quasi. Weil ich so halt am Laptop eigentlich auch lieber am Mac arbeite. Also wenn ich jetzt ne, was für die Arbeit machen möchte, das mache ich lieber am Mac. Deswegen hätte ich mir dann da lieber noch ein neues MacBook geholt. Katalechen, schön, dass du da bist. Kann jemand eine Gaming-Laptop-Marke empfehlen, weil ich habe keinen Platz für einen PC? Es gibt eine Seite, der Lukas hat die immer parat, Hardware Deals oder so heißt die. Aber ich muss gleich mal gucken. Da kann man sein Budget eingeben und so weiter. Dann kann man sich genau den aussuchen, der halt quasi auf die eigenen Bedürfnisse gestimmt ist. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, aber würde mir vermutlich auch eher einen Tower kaufen das nächste Mal, weil halt wirklich nicht alles läuft und ich den Laptop ja auch nur zu Hause nutze. Also Beweglichkeit stand jetzt nicht im Vordergrund, aber der Platz war nicht vorhanden. Ja, also kann ich auch voll verstehen. Deswegen sage ich ja, ne, also wenn ihr den Platz habt, oh, ich finde diesen Stuhl einfach so süß. Ich will den nicht immer benutzen. Dann würde ich euch das raten, aber was ihr mit dieser Information macht, müsst ihr euch natürlich dann selbst überlegen. Natürlich blau, ist ja ganz klar. Wir arbeiten hier mit Stereotypen, ne Leute? Dank Move Objects weiß ich wieder nicht, wo der richtige Platz ist. Ich glaube, ich würde da gerne was anderes in die Mitte stellen. Ich spare gerade auf einen neuen PC. Meiner ist 8 Jahre alt und war davor damals schon kein Mega-Gaming-PC. Sims läuft mit allen Erweiterungen und CC zwar, aber sobald ich G-Shade anschmeiße, wird es kritisch. Ja, also Sims läuft ja so... Oh mein Gott, unser Geld. Das vergaß ich. Sowieso eigentlich mal ganz gut, aber sobald man dann so ein Kackspiel wie Ark anmacht, ist dann schon schwierig. Liebe meinen Tower, aber manchmal vermisse ich es, auf der Couch Sims am Laptop zu spielen. Kann ich auch total verstehen. Obwohl ich jedes Mal, also ich habe ja zum Beispiel auch schon mal Minecraft mitgespielt, wenn ich zu Hause war und Lukas halt gestreamt hat. Mein PC steht ja in dem Raum, wo er halt streamt. Und ich fand es voll unbequem. Ich habe dann einfach nur so gedacht, oh, ich wäre jetzt lieber an meinem PC. Aber früher habe ich auch voll gerne einfach so auf dem Sofa gespielt.
Ein paar Rechnungen, kennt doch jedes Kind. Was ist das denn? Smallbox, süß. Die ist drin, Leute, die ist drin. Ups. Ich glaube, die ist ein Ticken zu hoch. Nee, sieht man nicht. Ja, wir könnten eins verkaufen, das stimmt, weil wir zwei Bücherregale haben. Also eigentlich, ja, das können wir, das ist ja ein bisschen so Kinderdings, ne? Ich meine, das hier können wir eigentlich auch verkaufen. Guck mal, 144 Simoleons natürlich auch. Aber da arbeiten wir dann auch nochmal hinterher dran, ne? Das ist jetzt alles nur eher so provisorisch mal eingerichtet. Ich glaube, warte mal, ich würde das gerne da bei ihr hinmachen. Er kriegt dann so die Pinguine und dann können wir hier noch so... Machen wir den Flamingo noch da an die Wand. Und Tops, mach's gut. Schön, dass du da warst. Hab einen schönen Abend. Bin nicht mehr up to date, aber wohnen Nina und Lukas zusammen. Ja, schon fast ein Jahr jetzt tatsächlich. Ja, nächsten Monat. Vor einem Jahr, also am 1.3. habe ich den Vertrag hier im Büro unterzeichnet. Ja, ja. Gibt's auch einen Vlog zu. So, 334 Simoleons können wir noch verscherbeln, Leute. Das Geld wird schimmelig. Ich sag's euch. Aber der kriegt hier noch so ein paar Bilder auf den Tisch. Ey! 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 Och Mann! Was? Sims, ey. Ich geb's auf. Keine Bilder. Keine Bilder. Es gibt keine Bilder. Weg mit den Bildern. Gib mir die Bilder. Keine Bilder. Schon ein Jahr, ja. Krass, wie die Zeit vergeht. Ja, ja. Wie, ihr seid zusammen? Nee, wir sind WG-Partner. Geschwister. Was ist das? Messi Socks. Nee, 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 nicht mit Barbie. Ach, die haben ja jetzt auch wieder gar keinen Kleiderschrank, ne? Wie konnte das denn passieren? Love is in the air. Male underwear. Wichtig, Leute. Wichtig, dass ich das hab. Staubiger Plunder, das ist doch was. So ein Gebiss. Ach ja, wie viel kostet das? 90, komm, das ist drin, Leute. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Dann kommt das jetzt so daneben. Oh, aber wisst ihr, was auch voll süß wäre? Stopp. Keine Ahnung, wo du hinkommst. Wir machen dazwischen einen Sitzsack oder so. So. Und Kia, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Zwecksgemeinschaft für die Katzen. Genau. Fühlt sich gar nicht so lange an, dass du schon im neuen Büro bist. Ja, same. Fand dein altes Büro auch gemütlich? Ist das auch ein separates gewesen? Nee, da habe ich zu Hause, also im Haus gestreamt. Also, da war mein Büro in meinem Zuhause. So. Ach, den finde ich auch toll, aber ich glaube, ich möchte den Sitzsack. Oder einfach so Kiss. Ach, die sind ja toll, ne? Now it's too late. Großmutters Stuhl. Ach, toll. Thinking of you. Oh, süß. Schon auch sehr süß. Der ist ja auch sehr süß. Oh! Okay. Kalexa, hallöchen. Und Pia, welcome back. War der teuer? Aber das ist mir wert, Leute. Das ist es mir wert. Mm.
Ups. Thinking of you. Guck mal. Das ist auch schon mal ein süßes Zimmer, oder? Achso, die habe ich noch nicht richtig platziert. Oder vielleicht machen wir die doch hier unten mit hin. In die Spielecke quasi. Ja, also ich glaube, viel ist jetzt nicht mehr drin. Ich glaube, eine Schreibtischlampe wird schwierig. Ah, ein bisschen, also... Oh, ja, ein Nachtlicht wäre, glaube ich, schon geil, weil sonst haben die wieder die ganze Zeit... Albträume. Das ist doch auch eine Nachttischlampe, eine Nachtlampe, oder? Die auch. Aber ist die nicht auch eine? Also fungiert die nicht auch als Nachttischlampe? Also die, wo die keine, also diese Monster, das Monsterproblem nicht haben. Jetzt müssen sie nur noch ins Hochbett kommen, das ist ja immer so eine Sache. Ach, klar! Logisch. Kannst das Monster über MCC ausstellen? Ja, aber manchmal will ich es ja haben. Ach, guck mal, süß. Also manche Leute sollen sich auch mit denen anfreunden. Aber weiß das gerade jemand? Nee, ne? Ich habe auch eigentlich keinen Platz dafür. Könntest du da unten hinstellen. Ja, komm. Na komm. Was soll's. Josi, bist du gerade da? Kannst du das mal ausstellen? Bei dem einen Benutzer? Weil das... Ich sehe das dann die ganze Zeit. Und das stört mich. Wenn du weißt, was ich meine. Emily, danke noch für die 17 Monate. Sir Donathan, habe ich eben danke gesagt. Ich glaube noch nicht, ne? Danke für die 3 Monate. Und Jani, danke für die 9 Monate. Vielen, vielen Dank fürs Twitch-Baby. Vielen, vielen Dank. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Oder? Ah, hab's. Hab's schon. Hab's schon. Hab's schon. So. Das ist das Zimmer von den Zwillingen jetzt. Ah, passt jetzt. Wir haben eh nur noch 15 Symbolions. Ist doch, also mit dem Geld, was wir jetzt hatten, ist es doch ganz niedlich geworden. Finde ich süß. Bei der Mondlampe bilde ich mir immer ein, dass sie mich ins Spiel einbauen wollte. Ja, logisch, klar. Das ist auf jeden Fall so. Ach, schön. Wir sind zu Hause. Guck mal, jetzt können wir noch schnell einstellen. Oben schläft natürlich Stacy. Und unten schläft Tommy. Süß. Warte mal, stopp. Wir können ja auch noch die Betten kann man ja schon noch einzeln verändern. Aber dann verändert sich auch das darunter. Das ist natürlich doof. Na gut, dann nicht. Dann nicht. Rina, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Nickerchen zusammen machen. Das ist von Childbirth, glaube ich. Ist das neu? Ich hab das geupdatet. Oh mein Gott, Damon hat... Childbirth, ne? Luisa, danke schön fürs verschenkte Sub. Vielen, vielen Dank. Ist nicht so neu. Ja, okay. Dann habe ich es nur nicht. Ach, oh Mist, jetzt haben wir die ganzen Pflanzen überall stehen. Ja, gut. Wann musst du das nächste Mal arbeiten, Ken? Morgen. So. Ken muss jetzt nochmal seine Rechtsvertretung anbieten. Barbie, du musst da jetzt durch. Wehe, du sagst. Ach nee, guck mal. Er macht das jetzt hier bei Valerie. Ach so, er kennt Valerie noch gar nicht. Warum kennt er nicht Valerie?
Oh, Chelsea mag auch Fitness. Das ist natürlich absolut in Ordnung. Barbie muss erstmal eine Runde entspannt duschen gehen. Das ist ja auch cool. Ja, und ihr könnt mal hier auf das Ding treten. Wie wär's? Na, nicht mit Staubschüttern. Nein, 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 nein. Das muss weg. Guck mal, die freuen sich über ihr Zimmer. Yeah! Okay, guck mal, ihr versteht euch ja richtig toll. Und Valerie, falls du mal einen Anwalt brauchst, ne? Weil es Laurent irgendwie Stress macht oder so. Ich bin dein Mann. Also nicht im Sinne von dein Ehemann, sondern ich kann deine juristische Vertretung werden. Ich weiß nur gerade nicht wie. Ah, hier. Oder warte, nee, wir plaudern mal nochmal über einen skandalösen Prozess. Och, Ken, komm zurück. Das ist dieser Schwangerschaftssnap, der so süß animiert ist. Ja, ihr wisst doch, ich kann mich doch immer nicht an Dinge erinnern. Ich weiß auch, dass es anstrengend ist, aber ich kann nichts dafür. Mein Hirn ist ein Sieb. Los! Millie, mach's gut. Schön, dass du da warst. Och, wir bieten ihr mal ein offenes Ohr an. Wir manipulieren sie jetzt richtig. Wir sind so ein richtiger Anwalt. Also, Anwälte sind eigentlich nicht manipulierend. Aber guck mal, wir sagen ihr mal ein paar nette Worte. Wir wollen ihr halt unsere Dienstleistung andrehen. Muss kochen, aber will schlafen. Dann mach ein One-Pot-Gericht. Das geht immer schnell. Erzähl mal die Hochzeitgeschichte. Süß. Niedlich. Und dann müssen wir jetzt mal gucken. Wahrscheinlich finden sie das jetzt noch zu früh. Aber wir versuchen es mal. Sonst versuchen wir es nochmal bei Barbie. Mann! Warum ist es denn so schwer? Warum will niemand von mir vertreten werden? Ich verstehe das nicht. Eigentlich hätte ich in einer Stunde einen Aquarell-Workshop jetzt so abgesagt, weil sich so viele krank gemeldet haben. Och Mann, das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich hoffe, dass es dann nachgeholt wird. Und stopp. Ich hoffe, dass es nachgeholt wird. Mach's dir trotzdem schön. Luisa, danke schön fürs verschenkte Sub. Und habe ich eben schon danke fürs verschenkte Sub gesagt? Ich glaube nicht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Heute gibt's Bolo mit extra Gemüse. Och, lecky. Barbie, lass mich dein Anwalt sein. Was passiert hier? Och, Mann. Also, ihr macht aber... Ich, oh. Muss mal kurz zurücksetzen. Also, Barbie, falls du dich mal scheiden lassen willst, I'm your man. Also dann nicht mehr. Komm schon. Yes! Mehrere? Wir müssen mehr Leute kennenlernen. Wir können Laurent unsere Vertretung andrehen. Hast du die Anwaltskarriere deswegen? Ich habe das halt auch noch nie gemacht. Croset, Hallöchen. Wie funktioniert das, dass die Sims einen Regenschirm haben? Meine werden immer nass. Och, das machen die irgendwie automatisch bei mir. Oh Gott. Ja, okay, warte mal. Dann rufen wir Laurent jetzt mal an, auch wenn er ja nervt. Aber warte, wir rufen Chris an. Na, nicht... Nee, du sollst nicht vorbeikommen. Ich will nur mit dir plaudern. Und Barbie? Ach nee, geht ja jetzt nicht. Warte mal. Oh, Stacy hat schon einen lockeren Zahn. Wann werden die... Die werden erst hier zu Teenager. Okay. Dann können wir die jetzt schon mal... Also ich weiß, Tommy ist jetzt gerade beschäftigt, aber wir können... Nee. Ah. Die Kinder müssen das machen. Du bewirbst dich jetzt auch an der... Wintercrest Preparatory School.
Weil dann müssen wir ja noch so ein paar Sachen machen. Und Hayley, Hallöchen. Man muss denen einen Schirmständer kaufen. Aber ich habe nie einen Schirmständer. Also bei mir kommt das einfach. Freches Bienchen, Hallöchen. Und Fuchsbande, mach's gut. Schön, dass du da warst. So, läuft doch super, oder? Oh. Wir sind einfach der geborene Anwalt, ich sag's euch. Arbeitszeiten kenne ich halt nicht, ne? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Oh Mann, ey. Aber egal, wir werden trotzdem befördert, weil das hier sind ja die Beförderungsaufgaben. Selbst wenn wir die Tagesaufgabe nicht schaffen, egal. E zu dem Gal. Schlaf. Barbie muss nochmal saugen. Und warte, nee, wir machen... Nee, stopp. Eins am anderen. Du kümmerst dich nochmal ganz kurz um die Pflanzen, weil da kriegen wir ja doch schon noch Geld für, ne? Und Barbie saugt. Warum kann sie das nicht wegsaugen? Okay, so. Tommy hat es schon mal geschafft. Stacy. So sichern wir uns dann nämlich die Schulkosten für unsere Kinder. So geht das nämlich. Edelfettzwerg, Hallöchen und Mathilde, Hallöchen. Und die Mod, wo man die Schule wechseln kann, ist die Education Overhaul Mod. Da habe ich auch ein ganzes Video zu gemacht. Das ist so vor 2 Wochen. Naja, nee, als ich operiert wurde, ist das online gegangen. Schon ein bisschen her. Aber heißt irgendwas mit Mods. Wow, Nina kann mal wieder richtig gut erklären. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Natürlich hast du deine Hausaufgaben gemacht. Ja, dann Chelsea, was musst du denn noch machen? 4 Stunden Fahrrad fahren. Ach scheiße, stimmt, wir wollten ja noch ein Fahrrad kaufen. Aber es ist spät, du musst jetzt schlafen. Bei mir haben die, meine ich, nicht alle automatisch einen Schirm. Erst wenn ich einen Schirmständer habe, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Also ich meine, vielleicht macht das auch irgendeine Mod oder so, aber ich habe noch nie einen Schirm ausgewählt. So, du musst noch schnell aufs Klöchen. Achso, wollte Tommy gerade aufs Klöchen? Nee. Tommy, ab ins Bett. Du gehst noch schnell aufs Klöchen und dann auch ins Bett. Und Mami und Daddy sind noch am Saugen. Also... Mami saugt noch. Wie geht's, Josie? Alles fresh? Wir geben ihr mal ganz kurz ein bisschen Liebe. Die wildeste Katze aller Zeiten. Kriegt dann natürlich noch ein Leckerchen. Sims haben immer einen Schirm. Mit dem Schirmständer kann man nur das Aussehen des Schirmes verändern. Nice. Wer ist Ahmed? Warum leckt mein Spiel? Und warum willst du mit ihm in die Wolken schauen? Woher kennen wir den denn nochmal? Ach, das war der aus dem Fitnessstudio, glaube ich, ne? Hab verstanden, Mami und Daddy sind noch am Saufen. Ja, ob da Saugen viel besser ist, weiß ich jetzt auch nicht. So, ab ins Bett. Ach, schön. Schön, schön, schön. Guck mal, das klappt auch einwandfrei. Ach so, jetzt müssen wir hier noch die Lichter wieder auf automatisch stellen. Okay, es ist kein Nachtlicht. Naja, was soll's. Jana, mach's gut. Schön, dass du da warst. Was kochst du Schönes? Das musst du noch kurz sagen. Di, 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 di. Oh. Dann kann man auch direkt besser pullern. Lifehack. Oh, die Kinder haben aber nicht so tolle Zähne. Einfach direkt einen lockeren Zahn. Wackel mal da dran, Tommy.
süß. Er ist einfach so ein Cutie. Kannst du ihn schon rausziehen? Yay! Oh. Ja. Okay, du kannst ruhig eine Zahnlücke haben. Er hat jetzt zwar super schlechte Laune, aber das ist schon okay. So, Barbie, bist du schon ausgeschlafen? Super, weil du musst nämlich jetzt Frühstück für die Kids vorbereiten, weil die müssen zur Schule. Was gibt's heute? Mein Ken ist dauerhaft angespannt, weil er einen Burnout hat. Ach, fühlt so. Wünscht sich einen Tag Urlaub, dann lasse ich ihn einen Tag Urlaub nehmen, um sich zu erholen. Dann wird angespannt, weil er nicht arbeitet wegen seinem Workaholic-Lebensstil. Sims in a nutshell. Vicky, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Melina, danke für den Lurk. Arme, danke schön für den Lurk. Und Alina, mach's gut. Einen schönen Abend. Heute gibt's bei mir Kartoffelpüree mit Soße. Och, lecky. Das hört sich sehr lecker an. War heute zu faul einzukaufen, wird gleich belastend, noch irgendwas Essbares hinzubekommen. Im Notfall, ne, wird bestellt. Spaß. Also ich will nur nochmal sagen, dass ich heute Burger kriege, ne? Also. Ach, Jösen. Ach, Mann. Jösen. Übrigens, ich glaube, er hat es noch nicht angekündigt, aber am Freitag gibt es einen Kochstream bei Lukas und er macht Lasagne. Und ich möchte, ne, ihr habt wieder Anwesenheitspflicht. Also, ich streame ja Freitag auch und dann gehen wir einfach direkt zum Luki rüber. Aber vielleicht postet er ja vorher sogar noch die Zutaten, dann könnt ihr mitkochen. Weil diese Lasagne müsst ihr mal probiert haben. Das müsst ihr mal probiert haben. Ich sage es, wie es ist. So, wie lange kann man sich eigentlich, wie lange kann man dafür brauchen, auszusuchen, was es zum Frühstück gibt? Es gibt Pfannkuchen. In der Partygröße natürlich. Bei mir sind jetzt die Asianudeln am Schreibtisch in the making. Lecky. Lecky, lecky, lecky. Ist die Lasagne vegan? Bis auf, also wenn man die Butter durch vegane Butter ersetzt und halt keinen Käse oben drauf macht, also wir machen da immer noch Mozzarella oben drauf, dann ist die vegan, ja. Also wir machen die auch mit Hafermilch und so. Barbie, deine Kinder müssen in die Schule. Hab versucht, meine Hausaufgaben zu machen, aber die letzten Aufgaben waren wirklich schwer. Vielleicht bin ich einfach nicht klug genug. Was meinst du? Arbeite weiter dran, Übung macht den Meister, konzentriere dich auf andere Themen. Wir sagen natürlich, Übung macht den Meister. Und Steffi, Dankeschön für 45 Monate auf Stufe 2. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier bist. Thanks a lot. Los. Koch. Tommy. Aus. Es gibt keinen Kuchen zum Frühstück. Und auch erst recht kein Macaroni mit Käse. Ich glaube, ich spinne. Ja. Ja. Kinder, hör doch bitte auf. Hör doch bitte auf. Guck mal, das ist sogar vergammelt. Ach, Chelsea. Weißt du, ich sag gar nichts mehr. Willst du dich jetzt mal ein bisschen beeilen vielleicht? Nee, Stacy. Mann, hab ich gesagt, dass es jetzt einfacher wird? Stacy, geht mal noch schnell duschen? Ach Gottchen, ihr habt auch echt alle. Wenigstens haben wir Level 6 der Ziehung. Ach komm, ja. Gönnt euch den Kuchen. Nehmt alles. Nehmt alles. Lara, danke schön für die 9 Monate. Vielen Dank fürs Twitch, Baby. Ich danke dir von Herzen. Oh Mann, ey. Oh, warte, stopp! Och, Chelsea hat ihre Uniform an. Ich wollte sie sehen. Guck mal, wie süß sie da schon aussieht. Ich lieb's. Ach, diese Mode ist so toll. Barbie. Also, jetzt geht's aber los hier. Barbie. Barbie will mich ärgern. Da will noch mal jemand, also unter meinen TikTok haben alle geschrieben, nee, Star Stable ist schlimmer, Skyrim ist schlimmer. Nee. Nee, nee, nee.
Was erwartest du denn auf Sims? Ja, wirklich. Sunshine, Hallöchen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und Little Moose, danke schon für die 7 Monate. Thanks a lot. Bro, willst du vielleicht... okay. Also hier ist gerade ein bisschen die Scheiße am Dampfen. Willst du vielleicht dich glücklich machen? Also, dass du auf Toilette gehst und so? Ach, guck mal. Fast pünktlich, Barbie. Fast pünktlich. Deine Kinder sind zwar schon alle in der Schule, aber hast du gut gemacht. Welches Level haben wir denn bei Kochen? 7. Fast 8. Das ist schon geil. Carolina, Hallöchen. Ich sehe, der Vorgarten der Kinder wurde verlagert. Ja, es ist ein bisschen... das ist so die Situation, wie wenn man Pflanzen anzüchtet. Wisst ihr? Wenn man so Tomaten anzüchtet und so. Dann hat man das ja auch immer überall darum stehen, wo man das eigentlich nicht haben will. Der Besuch des Direx. Der Direktor stattet der Klasse von Chelsea heute einen Besuch ab. Alle sollen sich korrekt verhalten und den Unterricht nicht stören. Leider hat das Kind hinter Chelsea sich entschieden, sie mit irgendwas zu beschießen. Soll sie das Kind ignorieren oder es bitten, es damit aufzuhören? Wir werden das Kind ignorieren. Ja, hast du gut gemacht, Chelsea. Okay, Ken, du darfst nicht nach Hause kommen, wenn du nicht befördert wirst. Just saying. No pressure. Ich spiele auch selbst keinen Sims aktuell wegen den ganzen Bugs. Das ist so nervig alles, ja. Das stimmt, aber ich liebe es halt trotzdem. Aber es ist schon heftig im Moment. Aber zumindest, also ich will es nicht schon wieder jinxen, aber bei mir scheint zumindest das mit den Mitarbeitern gefixt zu sein. Warte mal, wir gehen mal ganz kurz hier auf Klo sonst gleich. Hör doch auf, ey. Tommy ist in der Pause rumgerannt und hat versucht, einige andere Kinder... Oh, ich habe gerade mit 10 Minuten Arbeit 600 Euro verdient. Marcel! Dankeschön für die 10 verschenkten Subs an die Community. Ich danke dir von Herzen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ja, ihr macht alle schön Party, ne? Machst du heute Party? Ich mach heute Party. Ach, ihr verrückten Nudeln. Also, Tommy knutscht euch alle, ne? So. Shelly, Hallöchen, herzlich willkommen. Also er ist rumgerannt, hat niemanden erwischt, auch die anderen Schüler sind panisch weggelaufen. Küssen in dem Alter, das geht gar nicht, so sind Kinder normal. Naja, es ist ja Barbie und sind Manieren auch wichtig, deswegen, ja. Und Jessie, Hallöchen, herzlich willkommen hier. Bei mir essen die seit heute die Kinder nicht mehr, an Tischen, Stühlen liegt es nicht, da die Erwachsenen essen können, ich werde echt wahnsinnig. Hey, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Was war das denn? Oh. Anne, willkommen. Also ich freue mich, wenn wir mal irgendwie auf einem Grundstück sind, wo die nicht an der Seite langlaufen können, weil das geht mir schon auf den Keks. Ich wünschte, das würde noch zu unserem Grundstück gehören, dann würden wir da einen Zaun ziehen. Ich will keine Leute in meinem Umfeld. So, und dann können wir das Katzenklo noch saubern. Jetzt, ach, ist das schön. Einfach mal sturmfreie Bude. Das ist einfach nur toll. Dann können wir jetzt mal hier noch das wieder verkaufen. Schön. Anni, Hallöchen. Toll. Und scheinbar, unscheinbar, Hallöchen. Wir sind in Newcrest. Ja, das erste Mal wohne ich hier in Newcrest. So. Ach, Valerie. Hi, Girl. Na? Wie geht's? Lang nicht gesehen. Barbie, zieh dir mal was an. Also bitte. Also bitte. Also, ich weiß, ihr wollt alle wahrscheinlich, dass ich die das Unkraut jäte. Aber das ist Kens Aufgabe. Ne? Ist ja ganz... Ach, guck mal, sie ist... Also dafür ist es dann wieder toll, dass sie da ist. Ne? Das ist dann wieder super. Nervig auch so an manchen Grundstücken. Ja, in
Desol Valley, nicht Desol, doch, Desol Valley ist es auch. Das ist super nervig. Machen wir da noch Putzen mit Elan. Guck mal, jetzt haben wir richtig reich. Okay, Leute. Zeit für ein Gewächshäuschen. Ich fände es voll sweet, wenn wir einfach so... Weil Ken soll ja so einen Ausgleich haben zu seinem Bürojob. Und das ist halt Garten. Ist halt so. Hat er sich nicht ausgesucht, habe ich ihn zu gezwungen. Und deswegen soll er so einen kleinen Gartenbereich haben. Ach, das ist ja auch sehr süß. Sweet. Geh mal kurz... Ja, okay, so groß kann es nicht werden, weil sonst... Ach, der Pool! Ich habe den Pool vergessen. Ich wollte ja noch einen Pool. Okay, dann muss der Garten da in die Ecke. Das hier muss dann weg, weil wenn wir einen Pool haben, dann brauchen wir auch keinen... Splashpad. Und ach, ein Fahrrad braucht Chelsea auch noch. Ah, so viel zu tun, Leute. Wie entspannt, aber ohne Säuglinge. Ey, es ist einfach nur toll. Es ist einfach nur toll. Die Kinder heißen Tommy, Stacy und Chelsea. Warte mal, wir bauen erstmal jetzt ein kleines Gewächshäuschen. Ach, das geht ja wieder nicht, weil das... So reicht ja. So. Die großen Bäume stehen etwas zu dicht nebeneinander für meinen Geschmack. Das ist aber das Baumhaus. Also das ist ein Objekt. Das müssen wir auch noch bauen. Stressig. So. Und dann machen wir das noch ein bisschen flacher. Süß. Süß, Leute, süß. Schmyria, danke noch für die 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Annie, Hallöchen. Wir können den Garten zu der Seite noch etwas vergrößern. Ja, das stimmt. Da könnten wir noch ein Stück rüber. Ja, mal schauen. Weil sonst geben wir jetzt wieder das ganze Geld für den Zaun aus. Ach, das Gartenhaus-Set ist einfach nur doll. That's why I wrote you a letter. Toll! Wo hat Barbie das Geld her? Von den Pflanzen. Vor allem sagte ich eben noch, ja, die Pflanzen brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr so. War gelogen. Es war einfach gelogen. Ach, guck mal, süß auch. Das ist doch auch echt süß. Wisst ihr, was wir jetzt noch machen können? Also mal gucken, wie viel es kostet. Ich brauche das Haus. Das ist natürlich doof, wenn man... So. Können wir es noch einen Ticken größer machen. Muss alles symmetrisch sein, Leute. Rosal, danke schön für dein Sub. Auch wieder 6 Monate im Voraus. Vielen, 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 vielen Dank. Das ist wirklich super krass. Halte ich gut fest, schneide ich an, den Raketenmodus wurde natürlich gestartet.
Ich danke dir von ganzem Herzen für 6 Monate im Voraus. Vielen, 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 vielen Dank. That's wirklich very nice. Das ist echt immer ein krasser Moment. Oh ja, mit pinken Rahmen. Oder warte mal. Es ist halt irgendwie die falsche Nuance, Leute. Aber macht nichts. Nee, ist kacke. Mach's doch weiß. Eieieiei, ihr macht mich verrückt. Ihr macht mich verrückt. Einfach mal eben hier macht ihr solche Sachen nebenbei. Und dann will ich jetzt mal ganz kurz... Ach man, es gibt aber auch so viel Süß. Ach, guck mal. Das ist für einen von dem... für die Kleinkinder. Ich habe so viele Sachen immer nicht auf dem Schirm. Ist euch noch gar nicht aufgefallen, ne? Theoretisch, wenn du den Zaun auf gleiche Höhe wie das Häuschen setzt, zahlst du ja nur für einen Zaunteil mehr. Ja, aber das Problem ist ja immer mit dem Haus. Also du meinst, wenn ich das hier ransetze, oder? Da gibt es ja dann immer Probleme mit den Höhenunterschieden. Die lange Kachel nach hinten ziehen. Ach so, ach so, ach so. Ihr meint das hier. Ich verstehe nicht, warum man das nicht ziehen kann. Das meint ihr. Und dass man das dann nur... Ah ja, hm? Hab verstanden, was ihr meint. Ja, das sieht auch viel besser mit der Begrenzung aus. Sehr cool. Okay, dann können wir jetzt nämlich schon mal diese Pflänzchen hier rauspflanzen. Ich finde das eigentlich immer mit dem Topf ganz süß, wenn man den da trotzdem drin hat. Ich weiß, dass es nicht nötig... Da ist ein Dach drüber. Ich hoffe für dich, dass du da gleich wieder rauswächst. Sonst gibt's Kasala. Habe ich irgendwo eine Lücke? Nee. Aber wir müssen da noch eine Tapete drauf machen. So, schön. Beautiful. Dann noch ein bisschen Dreck. So. Ein Topf ist schöner, ne? Finde ich irgendwie auch. Cute. Es gibt doch, glaube ich, von dem Set auch eine Wand. Spektakulär. Oh, ach so. Krummelerlöchen, herzlich willkommen. Ich muss unbedingt rechtzeitig mit dem Fahrradfahren beginnen. Haben eben auch schon mehrere gesagt, dass es bei ihnen auch so lange gedauert hat. Aber sie muss es ja nicht lernen, sie muss nur insgesamt... so und so viele Stunden gefahren sein. Aber holen wir auf jeden Fall gleich. Oder muss sie das noch lernen? Also kommt das noch im späteren Verlauf wahrscheinlich, ne? Ja, machen wir.
Ich möchte noch ein bisschen Dreck hier hinschmeißen. Das ist mir zu doll. Kommt noch, naja, ich habe schon gedacht, okay. Okay, okay. Oben am Dach noch. Ja, true. So. Okay. Dann lassen wir das jetzt erstmal so, dann kaufen wir Chelsea jetzt noch ein Fahrrad. Beziehungsweise, wenn wir genug Geld haben, können wir ja auch allen Kindern ein Fahrrad schenken. Ist auch ganz klar, Leute. Also ich glaube, Chelsea würde so eins hier fahren. Mit so einem Körbchen. Sieht noch so sportlich aus. Ich wünschte, es würde so eins geben mit so einem tiefen Einstieg und so. Dreck lieben wir, ne? Nach einem ekelhaften Tag war ich dann doch happy, dass deine Autogrammkarte hierhin geschickt wurde und ankam. Wie schön. Das freut mich ganz doll. Wir stellen die hier so. Die nehmen die ja eh gleich in ihr Inventar. Aber egal, für den Moment. Das kriegt Stacy. Gibt's das gleiche? Natürlich gibt's das in Blau. Für Tommy. Super. Isa, hallöchen. Schön, dass du da bist. Den Baum können wir jetzt noch ein bisschen verschieben, da hast du recht. Also theoretisch müsste es halt so sein, aber vielleicht kriegen, also brauchen die den Platz gar nicht. Schön! Das wird doch immer toller hier. I like it a lot. So, guck mal, wir haben noch voll viel Geld. Schön, 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 schön. Ja, jetzt können wir uns auch noch einen Pool leisten, aber wir müssen die Kids ja noch an der Schule anmelden. Da müssen wir schon wieder staubsaugen, das ist ja echt stressig. Los, saug um dein Leben. Ja, gut, Leute, da fließt das Geld hin. Gut, dass wir nicht gerade einen Pool gekauft haben. Denn wir müssen jetzt 1500 Simoleons Rechnung bezahlen. Sehr schön. Das macht man doch immer gern. Oh Mann, ey. Findest du, dass sich Highschool-Jahre lohnt? Ist halt auch ein super verbuggtes Spiel. Ach, guck mal, wir machen uns jetzt mal ein bisschen Tee hier. Einen wärmenden, nee, einen beruhigenden Kamillentee. Einen gesunden grünen Tee machen wir mal. Aber es ist trotzdem ein cooles Pack. Aber es ist halt auch super verbuggt. Pferdekot, hallöchen, herzlich willkommen. Erst Pool, dann Schule. Ja, eigentlich schon, ne? Das ist eigentlich meine Prio immer. So, Valerie, wir trinken jetzt Tee. Ob du willst oder nicht. Achso. Nevermind. It's only Asra. Dankeschön für deinen Prime-Sub. Herzlich willkommen im Universum. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von Herzen. Halt dich gut fest, schneid dich an. Dann geht's ab ins Universum. Guck mal, süß. Trinkt hier so einen Tee in unserem neu gestalteten Garten. Die Rechnungen sind bezahlt. Der Mann kommt heute mit einer Beförderung nach Hause. Wir werden jetzt über Familienzuwachs reden. Tinka, danke schön für deine 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Und werden dann noch ein bisschen ihr Erziehungstipps geben. Ich meine, sie hat jetzt auch, sie kriegt ja auch den Ralf. Sie hat ja noch den Ralf zu Hause. Kriegt ja schon das zweite Kind jetzt, aber trotzdem. Dann reden wir noch ein bisschen über Interessen und über Fitness. Kiki, Hallöchen, schön, dass du da bist. Wie geht's? Josie ist auch richtig happy hier. Rennt durch den Garten und miaut. Schön. Das macht mich wirklich sehr happy. Ich guck mal kurz bei Ken vorbei. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht sehr, sehr gut aus.
Ach, schön, Barbie, das freut mich sehr. Könnt ihr... Ach man, nee, ich glaube, das geht nicht, ne? Ich fände es richtig toll, wenn die zwei zusammen joggen gehen würden. Aber das kann man nur alleine, ne? Ja, Barbie geht jetzt noch eine Runde joggen. Aber wir tun so, als wenn Valerie mit... Ach nee, sie ist ja schwanger. Egal, man kann auch schwanger joggen. Wir gehen jetzt zusammen joggen. Was ist denn heute hier schon wieder los? Magellano, dankeschön für deinen Prime-Sub. Herzlich willkommen im Universum. Ich danke dir von ganzem Herzen. Halt auch du dich gut fest, schnall dich an. Und ja, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Subby. Und Vanilla, Hallöchen. Und Kiki, mir geht's auch sehr gut. Wait, what? Wird Laurent Vater? Nee, da gab's nochmal Drama. Laurent ist, also ist eine ganz wilde Geschichte mit diesem Mann. Sie hat jetzt einen anderen, mit dem ist sie, glaube ich, auch schon verheiratet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und er hat auch jetzt einen Doppelgänger. Der heißt auch genauso wie er. Und er hat es dann auch nochmal bei Elena versucht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also auch eine Freundin von uns. Ja, es wird mit dem Mann einfach. Gemeinsam mit John gibt es eine Mod. Ja, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Also, es ist echt... Aber ich denke mir mal so, also es kann doch nicht sein, dass das so eine schwierige Sache zu implementieren ist. Also, das würde uns doch so glücklich machen. Genauso, auch dass man in Montgomery zusammen halt spazieren gehen kann. Warum gibt es die Option nicht einfach so? Oder generell halt spazieren gehen. Warum muss ich dafür extra eine Mod runterladen, dass meine Sims dann hier spazieren gehen können? Also... I just don't understand. Stacy hat Level 2, der Kreativität. Achso, die sind gerade aus der Schule zurückgekommen. Ja, sehr nice. Stacy hat ein Schulprojekt, Tommy auch. Ja, Kinder, dann geht ihr nämlich jetzt auch... Guck mal, ihr seid ja einfach so tolle Kinder. Deswegen geht ihr jetzt auch direkt in the Garden. Da, wo Josie gerade hinkackt. Achso, hier sind auch noch mehr Pflanzen, sehe ich gerade. Und dann könnt ihr im Garten einmal bitte an euren Projekten arbeiten. Und... Du setzt dich quasi gegenüber und arbeitest auch an deinem Projekt. Und du zeigst dich jetzt erstmal mit deiner Schuluniform. Wo bist du? Hä? Oh. Sie liest unter der Decke. Okay. Ich sag immer, der Mod, du kannst mich nicht abgewöhnen. Aber bei mir ist es ganz schlimm, wenn ich jetzt alte Mod-Videos von mir gucke. Und dann sage ich immer, der Mod. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich habe es ja auch sehr, sehr lange gesagt. Du gehst zu diesem Fahrrad und wirst es als bevorzugtes Fahrrad festlegen und Fahrradfahren üben. Guck mal. Ich kann nicht mehr. Das sieht so cool aus, Alavit. Wir müssen ihn auch dann dringend noch an der Schule anmelden. Aber wir müssen jetzt erstmal Hausaufgaben machen. Projekt machen. Und Sandy, Hallöchen, wie geht's? Das Bett ist schön. Welches Bundle ist das? Nee, das ist leider CC. Also das ist nicht vom Spiel. Aber der Mod klingt einfach richtiger für mich. Naja, aber es kommt ja von Modifikation. Ne? Also die Modifikation. Achso, sie war... Oh, gut, guck mal, jetzt tanzt sie noch so ein bisschen. Toll. Aber weißt du, du kannst doch jetzt, ich weiß, du hast jetzt gerade keinen Hunger, aber du kannst ja schon mal ein Abendessen vorbereiten. Du musst noch weiter an deiner Dings. Obwohl, kriegt sie, ich bin mir gerade nicht sicher, kriegt sie Erziehungsfähigkeit, wenn sie dabei hilft? Ich glaube nicht, ne? Aber egal. Das hilft der Bindung. Warum ist sie jetzt sauer? Sag mal, du sollst Fahrrad fahren gehen. Warum bist du sauer? Ach, Chelsea, stell dich nicht so dumm an. Oh mein Gott, ich liebe die Uniform. Ah, süß! Okay, dann mach mal. Vier Stunden. Oh ja, okay. Ich lieb's. Ich lieb's.
Wenn die es alleine lernen, dauert es ewig. Mit Hilfe geht es etwas schneller. Okay. Aber das ist gerade so süß, dass sie noch hier hilft. Ach, naja, mal gucken. Können wir gleich noch helfen. Ach, Laurent, sage ich schon. Ken wird auch auf der Arbeit angerufen. Befördert zu versierter Rechtsanwalt. Ken wurde befördert und ist jetzt versierter Rechtsanwalt. Keine Ahnung, was das bedeutet. Er verdient jetzt 73 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stunden von insgesamt 75 Simoleons ergibt. Und er hat 500 Simoleons Bonus bekommen und noch einen neuen Schreibtisch. Das ist ja hervorragend. Das ist ja hervorragend. Welche Stufe sind wir jetzt? 6 schon. Wir können sogar unser Kind als potenziellen Kunden gewinnen. Alina, danke für die 12 Monate. Vielen, vielen Dank. Muss sie ihn ansprechen? Wer ist sie denn? Jolene. Süß. Kannst du uns bitte Fahrradfahren beibringen? Hör mal auf zu fahren. Ken bitten, beim Fahrradfahren zu helfen. Wenn die jetzt im Haus fahren, ne, dann kriege ich eine richtige Krise. Dann gibt's Kasala. Dann bin ich Chelsea. Oh Mann, schön, Leute. Guck mal, wie die hier süß im Garten sitzen. Und die fahren jetzt hoffentlich Fahrrad. Aber das verstehe ich auch schon wieder nicht. Warum steht dann da nicht 0 von 4? Tommy hat his Schulaufgabe pünktlich beendet. Sehr gut. Okay. Dann können wir jetzt Stacy noch helfen? Kann Tommy eigentlich auch helfen? Also können die zusammen... Was? Ich kann nicht mehr! Süß. Weil sie nur einmal am Stück 4 Stunden fahren muss. Ja, aber dass es halt so gestaffelt ist. Genau wie mit den 3 Freunden. Warum kann dann da nicht stehen 0 von 3? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich begebe mich lesen und etwas kreativ werden. Macht es, Kara. Ganz viel Freude. Ach, schön. Super. Ken sieht auch, also es ist eine wunderbare Deko. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ach, nee. Du hast doch morgen frei bestimmt. Nee, hast du nicht. Schade. Level 6 der Fähigkeit Forschen und Debattieren erreichen. Level 3 der Logikfähigkeit. Er hat halt aber auch nur 2 Tage Urlaub, ne? Ja, also es ist auch schon schwierig, wenn man da so eine Hauswand hochfahren muss. Kann ich schon verstehen, hör mal. Trotz der ganzen Bugs sind das die Bilder, warum ich Sims so lieb. Ja, same. Same. Ach, Laurent, du brauchst echt Hilfe. Aber nicht von mir. Ach, Mann. Find so Familienaktivitäten so toll. Schade, dass es davon nicht noch viel mehr gibt. Ja, same. Geht mir ganz genauso. Also ich verstehe auch, dass das halt nicht jedermanns Gameplay ist, aber ich hätte mir halt mit Zusammenwachsen noch viel mehr von sowas gewünscht. Das wäre halt echt so, so cool gewesen. Lochi, hallöchen. Schön, dass du da bist. Schreit er seine Tochter an? Och... Was ist denn mit dieser Frau? Die haben sich eigentlich gesucht und gefunden. Ich weiß gar nicht, warum es zwischen den beiden nicht geklappt hat. Wahrscheinlich wollten sie sich gegenseitig besuchen und standen dann immer vor der Tür voneinander und haben gedacht, oh, warum ist die Person nicht da? Valerie.
du warst erst heute Morgen da. Also ich hab dich auch wirklich lieb. Aber so doll dann auch nicht. So, jetzt machen wir Abendessen. Jetzt gibt's Abendessen. Corini, danke schön für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Heute gibt's was Fancyes. Wir machen Yakisoba. Veggie-Yakisoba gibt's heute. Let's go. Keine Dusche für Barbie. Stacy, kannst du das... Nee, kannst du nicht, ne? Die Kinder haben natürlich jetzt gerade gar keinen Spaß und so. Ey, wie schnell wird's hier bitte staubig? Ich versteh's nicht. Du wirst dann jetzt die persönliche Stellungnahme schon mal schreiben. Ey, wie viel sind denn 4 Stunden? Mimi Maus, hallo! Kurze Feedbackrunde. War gut oder so mittel oder wie war's? Also kannst du mir auch später schreiben. Schön, dass du da bist. Also viel hast du eigentlich nicht verpasst. Wir haben das Zimmer von den Zwillingen gemacht. Wir haben den Garten ein bisschen umgebaut. Und haben wieder Happy Family Gameplay. Wer bist du? Weiß niemand. Oh. Lass mich in Ruhe. Barbie. Weiß jemand, woran das liegt? Ihr habt alle Küchenverbot. Hör auf zu essen. Wehe. Nein. Du gehst jetzt Pipi machen. Also ich habe das Gefühl, man muss es so 4-mal drücken und dann geht's. Chatty! Nein. Ich will doch einfach nur Essen kochen. Aber liegt das an mir oder ist es ein bekannter Bug? Jetzt will sie ja gar nicht mehr kochen. Okay, das hat sie jetzt unter Druck gesetzt. Ich hab's auch, okay. Ken, nein, nein. Nee, nee. Hat sie denn jetzt wenigstens das... Na, natürlich nicht. Natürlich hat sie das nicht erfüllt. Okay, da müssen wir aber jetzt auch noch Hausaufgaben machen, oder? Ach so, die die Dings, das Schulprojekt ersetzt die Hausaufgaben. Du musst aber noch schnell Hausaufgaben machen. Und Ken kann so lange das Waschbecken reparieren. So. Lass Barbie in Ruhe. Barbie kocht. Warum hast du noch Macaroni mit Käse im Inventar? Weiß auch keiner. Ich werde hier wieder nach Strich und Faden verarscht, Leute. Ich sage es euch. Okay, ist auf jeden Fall bekannt. Das ist gut. Bei mir ist es mit dem Kochen weggegangen, als ich das Haus gelöscht und neu platziert habe. Es ist mir ein bisschen kriminell, muss ich sagen. Aber Essen ist gleich fertig. Essen ist gleich fertig. Melönchen, Hallöchen. Hat letztens einen Bug, dass meine Sims nichts essen konnten. Das hat mir auch jemand geschrieben. Auf Instagram auch mal. Und eben hat das, glaube ich, auch jemand geschrieben. Wenigstens hat es sich gelohnt. Level 8, Leute. Level 8. So. Kommt jetzt gefälligst alle essen. Aber rucki zucki jetzt. Oh, das war stressig. Essen machen ist stressig, aber ist ja auch im Real Life so, ne? Könnt ihr jetzt... Tommy, es gibt Essen. Ich habe sehr hart gekämpft dafür. Ich lasse es einfach. Ich gucke die Sachen jetzt nicht mehr an.
lang streamst du noch? Oh, noch ein Weilchen. Also wir haben auf jeden Fall... Tommy. Tommy, es gibt Yakisoba. Aber wenigstens sind die hier noch am Flirten. Das ist ja schon mal was Schönes, finde ich. Chelsea macht noch Hausaufgaben. Okay. Josie macht ein Konzert für uns. Alles wie immer. Alles wie immer. Schnibbelinken, Hallöchen. Herzlich willkommen. Und Annie, das freut mich, dass du dich hier wohlfühlst. Das ist sehr, sehr schön. Okay, Stacy ist auch fertig. Dann kann Stacy schon mal ins Bett gehen. Obwohl, jetzt macht sie wahrscheinlich... Nee, klappt. Was hat sie da denn? Urvertrauen. Süß. Sie räumt auf. Unsere Kinder sind einfach toll. Sollen wir die in eine außerschulische Aktivität stellen? Ach nee, wir müssen ja noch die Dings erfüllen. Wenn wir sie jetzt auch noch in eine außerschulische Aktivität stecken, dann kriegen wir ja gar nichts mehr hin. Barbie hat da ja so einen Wunsch. Ihr könnt mich mal, Leute. Nicht solange das Spiel so verbuggt ist. Auf gar keinen Fall. So, warte mal. Ken, bist du? Ja, du bist schon müde, ne? Ja, dann geh schlafen. Go to sleep. Chelsea, die vielbeschäftigte Frau, muss noch kurz snacken und dann geht sie auch ins Bett. Svantje, danke schön für die 27 Monate. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Und Dina, Hallöchen. Schön, dich zu lesen. Und bist du jetzt am Computer? Road Rival Alpha spielen. Ja, let's go. Nee, warte mal, wenn du jetzt... Ah nee, komm, geh lieber auch schlafen. Dann schreibst du morgen deine Stellungnahme. Und dann gehen wir noch zu dem Gespräch. Ja, du sollst schon schlafen. So. Und du gehst jetzt auch noch schlafen. Josie kann auch mitkommen. Das Bett ist ja auch von ihr da oben. Und dann geht ein weiterer wunderbarer Tag zu Ende. Ganz tiefenentspannt. Wie schön, wenn die Kinder sich alle selbst versorgen können, wirklich. Emily, Hallöchen. Barbie hat den Wunsch, ein Baby zu machen. Ja, und soweit, ich bin noch nicht so weit. Wenn das überhaupt irgendwann mal passieren sollte. Ich bin noch nicht so weit. Stacy macht heute eine Exkursion ins städtische Gewächshaus. Und Tommy auch. Sehr schön. Ganz viel Spaß. Also jetzt schon. Aber guck mal, denen geht's ja auch richtig gut. Ist doch schön, das freut mich. Wahrscheinlich um 7, ne? Oder? Nee, doch nicht. Und doch erst um 8. Oder gehen die jetzt? Ah, nee. Let's go! Tommy, Excursion Time. Ach, das liebe ich, ne? Das ist richtig toll. Das kommt alles mit der Education Overhaul Mod. Also echt eine super, super coole Mod. Oh, hier läuft die ganze Zeit Musik. Schön. Super. Läuft, Leute. Chelsea hat einen lockeren Zahn. Das hören wir doch mal gerne. Wir haben das Essen nicht hin... Stand da jetzt gerade wirklich 2 Minuten bis verdorben. Wow. Die Zwillinge sind beim letzten Mal gealtert, ja. Und Chelsea wird am Sonntag, glaube ich, zum Teenager. So, du gehst auch zur Arbeit gleich. Sie geht gerade schon zur Schule. Super, hör mal, das läuft doch. Sie wird doch hoffentlich heute zur Zweierschülerin, weil sie muss ja Einserschülerin sein. Damit wir alle Erwartungen erfüllen. Barbie kann jetzt mal hier das Waschbecken sauber machen. Wurden die Rechnungen noch nicht bezahlt oder warum ist so viel Geld übrig? Nee, Ken wurde befördert. Deswegen haben wir nochmal zusätzliches Geld bekommen. Ach, jetzt haben wir ja alles wirklich hier unter Kontrolle. Das ist ja nur einfach... Brr. Die haben richtig viel Spaß auf der Exkursion. Und dann können wir ja hier oben nochmal Staub saugen. Und dann ist das Haus wieder blitzeblank, aber.
Nalumi, Hallöchen. Good day, good day. Muss er schon los? Ja. Mach's gut, Schatzi. Viel Spaß auf der Arbeit. Arbeite hart. Damit wir viel Geld bekommen. Knüpfe mit deinen Kollegen Kontakte, damit wir noch mehr Leute kennen. Und dann kannst du nämlich sagen, was ist das denn jetzt? Achso, ja, er hat sich wieder eingewedelt. Dann können wir die nämlich auch noch quasi bequatschen, dass wir deren rechtlicher Beistand werden. Ein Kind einer einzelnen, ein Kind einer beliebigen Möglichkeit maximieren lassen. Ach, das wird ja was, das wird ja was. Tut mir schon immer ein bisschen leid, muss ich sagen. Schön. Ja, was müssen wir? Ich überlege gerade, was wir mit Barbie sonst noch. An den anderen Fähigkeiten können wir jetzt ja eigentlich gerade nicht arbeiten. Also wir könnten uns Kochbücher kaufen, aber. Oh, was wir machen können, wir können am PC so. Kann man vom Spiel aus selber auch Erziehungsforen oder so durchforsten, was dann was für die Erziehungsfähigkeit bringt? Was ist denn heute los? Mary, vielen, vielen Dank für den Raid, Hallöchen, ihr Lieben. Ich bin die Nina, Hallöchen. Wir spielen die Barbie Legacy. Und wir müssen ein Gerichtshammer der Korruption schwingen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen ganz wunderbaren Stream. Habt ihr auch Sims gespielt oder was gab es bei euch heute? Ich freue mich riesig. Ja, schaut sehr, sehr gerne bei Mary vorbei. Und wir sind gerade tief entspannt, weil alle unsere Kinder in der Schule sind und unser Mann ist arbeiten. Jetzt haben wir gerade freie Zeit und können uns einfach mal aussuchen, was wir machen wollen. Das ist einfach nur toll. Es gab auch Sims. Ja, wie schön. Freut mich riesig. Sehr, sehr schön, dass ihr hierher gekommen seid. Nudelhallöchen und Chris-Hallöchen. Herzlich willkommen. Oh, Crispy. Verstehe. Mhm. Wahrscheinlich ist das so gemeint, ne? Aber ja, ich freue mich sehr. Hallöchen. Und Mary natürlich auch dir. Hallo! Rex the Riches, ja, sehr cool. Lieb ich ja auch sehr. Okay, also, Ken hat Beobachtungen gemacht, durch die ein ehemaliger Kollege in einem Korruptionsskandal verwickelt werden könnte. Dieser Kollege bekleidet mittlerweile ein anerkanntes Richteramt, das ihm die Macht verleiht, das Leben eines jeden, der vor ihm steht, zum Besseren oder Schlechteren zu wenden. Soll Ken die Beweise veröffentlichen, die der Karriere des Kollegen mit Sicherheit schaden werden, oder soll er ignorieren, was er gesehen hat? Richter bloßstellen, Ken erhält Ruhm und Geld. Gelegenheit ablehnen, das Leben von Ken geht unverändert weiter. Also da wir jetzt in dieser Legacy absolut nicht interessiert an Ruhm sind. Luki, mach's gut, bis später. Also wir sind natürlich interessiert an dem Geld, aber ich meine, Ken ist ja eigentlich auch, also klar, er hat einen starken Gerechtigkeitssinn, deswegen ist er ja auch in der Anwaltskarriere, aber würde er jemanden so, also weiß ich nicht, was sagt ihr Chat? Kira, Hallöchen, Lilly, Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Was sagt ihr? Ihr sagt alle bloßstellen? Ja, Ruhm haben wir, glaube ich, ausgeschaltet, das stimmt. Ich weiß ja nicht, wie viel es da gibt, ne? Müssen wir eigentlich mal testen. Ein korrupter Richter ist halt auch nicht sogar. Ja, ihr habt recht. Na gut. Gerechtigkeit siegt. Ja, okay. Ist ja. Ja, okay. Ihr seid euch halt auch alle einig, ne? Ich dachte, okay. Mal gucken. Na gut. Okay. Stopp. Okay. Er ist direkt Newcomer. Meinung sagen. Der ehemalige Kollege von Ken wird bloßgestellt und aus dem Richteramt entlassen. Hoffentlich werden wir jetzt nicht umgebracht. Die sensationellen Anschuldigungen von Ken erhalten in den Medien jede Menge Aufmerksamkeit. Die anderen Kollegen distanzieren sich daraufhin von Ken. Ja, super, dass wir dann heute Kontakte geknüpft haben, ne? Super. Und selbst sein Chef vertraut ihm keine kritischen oder komplexen Fälle mehr an. Nach einer negativen Leistung. So, ich dachte schon.
Ich dachte, er wurde jetzt eine Stufe runtergestellt. Boah, das war ja gemein. Ich dachte, das war was Gutes. Ja, wir haben Ruhm irgendwie doch nicht aus in dieser Legacy. Aber wo ist das Geld? Vielleicht kommt das ja noch. Wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Sollen wir ihn jetzt aus dem Rampenlicht austreten lassen oder sollen wir das so lassen? Weil ich meine, gute Anwälte gewinnen irgendwie ja auch immer ein bisschen an Ruhm. Also das ist ja auch so. War ein Prank, ich glaube auch. Achtsam Morden, das habe ich von Lukas Mama zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das Buch. Habe ich noch nicht gelesen. Aber das fand sie fantastisch, deswegen hat sie mir das geschenkt. Wird ein Star-Anwalt? Ja, wirklich, ne? Ja, ich bin mal gespannt. Wir lassen es einfach mal so. So, Barbie, warte kurz. Du kannst jetzt mal... Ah, ja. Werf das mal weg. Och mein Gott, Valerie, du... Also... Nee, wir gehen... Barbie, stopp! Nein. Du gehst jetzt erst noch eine Runde joggen. Obwohl, warte kurz. Josie füttern. Und dann gehen wir noch eine Runde joggen. Das ist zwar nicht Teil unseres Dings mit der Fitness, aber ich denke halt, dass Barbie das immer so als Ausgleich braucht. Kommt drauf an, was er für eine Marotte entwickelt. Ja, wir gucken mal. Wir lassen es einfach mal laufen. Also wir werden jetzt auch nicht aktiv weiter daran arbeiten, aber ich glaube, dass man in der Karriere generell ab und zu da so Möglichkeiten für bekommt, ne? Valerie ist nicht mehr schwanger. Ja, true. Guck mal, wie sie ihr Kind genannt hat. Ralf und... Hä? Oh, sie hat Zwillinge bekommen! Leo und Sarah! Süß. Warum haben die Kinder so normale Namen? Barbie hat Geburtstag! OMG! Leute, Barbie hat Geburtstag! Sie wird zur Erwachsenen! Ach, du heiliger Strohsack. Ja, aber ist ja voll schön. Da machen wir so ein kleines Get-Together heute. Schön. Sehr, sehr süß. Lisa, danke für die 21 Monate. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. Okay, here we are. Das war doch ein schöner Run. So, dann... Haben das mal eben aus. Hier ist auch immer irgendwas kaputt, ne? Und dann gucken wir mal, was haben wir denn noch? Ah, ist einfach die Pancakes. Geburtstagsparty mit der Kanone, auf gar keinen Fall. Oh mein Gott. Wir drücken sie einfach weg. Deswegen ist Valerie auch vorbeigekommen, wurde direkt von uns gejudged. Ja, aber diese Frau macht mich fertig. Oh, sie hat den Wunsch nicht mehr. Oh, nee, doch. Hat sie doch. Oh Gott, okay. Ja, wir machen wir hier was bei uns im Garten, oder? Also, dass wir hier im Garten ein bisschen zusammen gemütlich feiern? Oder was sagt ihr? Wir können auch mit den Girls... Oh mein Gott, hier ist ja echt alles kaputt. Wir können auch mit den Girls in eine Bar gehen. Was glaubt ihr, wie würde Barbie lieber feiern? Wir spielen in Newcrest. Ja, es tut mir auch leid, dass ich Barbie das nie reparieren lasse, aber ich möchte, dass Ken das macht. Bis dahin müsst ihr das immer ertragen. Guck mal, die kann man sogar weiterentwickeln. Mit dem neuen Lebensjahr hat Barbie das Staubsaugen aufgegeben. Staubsaugen ist out. Okay, und jetzt wird sie erstmal ein ganz entspanntes Milch-Honig-Hafermehlbad nehmen. Süß. Oh, oder wir machen einen Wellness-Tag mit unseren Mädels. Das ist natürlich auch cool. Oh mein Gott.
dass wir mit den Mädels in... Wie süß ist das bitte, dass Josie und Barbie am gleichen Tag Geburtstag haben. Aber auch sehr traurig. Aber süß. Oh mein Gott. Lilly, Hallöchen, herzlich willkommen. Wellness und Spa, dazu ein Sekt. Das klingt perfekt. Oh mein Gott, das hat sich gereimt. Ja gut, dann machen wir das. Die Kids sind jetzt auch aus der Schule nach Hause gekommen, aber die können sich ja selbst verpflegen. Warum ist Tommy noch in der Schule? Keine Ahnung. Hat Stacy, Chelsea, ja, Chelsea hat ein Projekt mitgebracht. Dann macht sie das jetzt auch direkt mal hier im Garten und Stacy arbeitet, ach nee, das ist auch fertig gewesen. Okay, dann machst du schon mal deine, ups, Hausaufgaben? Achso, ach, sie war ja auf Exkursion, sie hat keine Hausaufgaben. Einfach seelenverwandt, wirklich, super süß. Sehr, sehr süß. Wieso geht sie mit Flipflops baden? Das weiß... Oh mein Gott, ey. Also, es reicht aber auch. Wir gehen jetzt eine Party machen. Ich glaube, wir machen wirklich eine offizielle Party draus. Aber wir müssen uns erst noch einen Geburtstagskuchen backen. Ach, süß, Stacy. Ach, das wird dir jetzt wieder... Wir schaffen das. Wir schaffen das, Leute. We can do it. Warte mal, Stacy, guck mal, du kannst doch deiner Schwester bei den Dings ein bisschen helfen. Und dann müssen wir dringend auch noch das Baumhaus bauen, damit die dann so tun, als ob spielen kann. Erinner dich an den Tortenback. Ja, das wollte ich eben erzählen. Damon hat den jetzt in der See the World Challenge. Er hat den Tortenback. Er backt die ganze Zeit. Weiße Torten. Einfach nur schön. So, du hilfst auch. Ihr macht alle zusammen Projektarbeit. Los, komm. Geh, Tommy. Ah, das macht mich glücklich. Josie ist jetzt Seniorin, ja. Ja, ja. Okay. Das scheint ja wenigstens mal zu funktionieren. Kauf mal einen neuen Herd und Theken. So ging der Bug bei mir weg. Ja, aber es ist ja also teuer. Können wir gerne mal versuchen, wenn das jetzt weiterhin so auftritt. Aber dann verlieren wir halt voll viel Geld. That's the problem. Aber jetzt machen wir erstmal eine Party. Geburtstagssim ist Barbie. Und Gäste sind unsere Ärztin. Kirsten, Elena, Tamara, Sadie. Das war's. Okay. Ich hoffe, wir können jetzt einen Spa auswählen. Kann man nicht einen Spa als Partyort auswählen. Warum auch? Warum sollte man das können, Frau Sonnenbündel? Naja, okay, ist nicht schlimm, dann machen wir das ohne Party. Ich dachte, der Tortenback ist behoben, aber nicht mit Damon. Nicht mit Damon Rolex. Jani, Hallöchen. Ich glaube, in Oasis Springs war doch ein ganz cooles, oder? Ja, hier. Wollen wir in das gehen? Oder hatten wir noch ein anderes, was cooler war? Meadow Creek war, glaube ich, auch eins. Hillside Spa Retreat. Vielleicht in Mount Coomeraby ist bestimmt auch noch eins. Nee, das ist nur ein Onsen Badehaus. Ah. Oh, ist zwar das FKK Spa? Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht ein Tattoo, sah noch eins? Nope.
Ja, dann gehen wir ins FKK-Spa, oder? Was sagt ihr? Nee, hier sind nirgendwo welche. Ist das meine Schule? Glaube ich nicht. Nope. Dann gehen wir, ne? Geburtstag im Birthday Suit. Ja, genau, wie Gott uns schuf. Sulani vielleicht. Oh. Aber das ist eher so ein Yoga-Retreat-Ding. Wir wollen ja so richtig mit Mani und Pedi und so. Wir gehen ins FKK-Spa. Aber guter Call. Miki macht das. Danke für dein Lurk. Warum sehen die Häuser in deinen Welten so anders aus? Ich habe eine Save-File installiert. Dadurch wird jedes Grundstück ersetzt. Am Donnerstag in dem Video zeige ich euch, wie das geht. Aber kannst du natürlich auch schon bei Google, bei YouTube eingeben. Kirsten noch. Wand, ne? Okay. Genau, da ist der Link auch zu der Safe-File. Und Alisa, danke für die 13 Monate. Vielen, vielen Dank. Thank you. Very much. In Willow Creek waren wir auch schon im Spa. Also wir waren eigentlich jetzt auch schon überall, wo es Spas gibt. Hört sich an wie so ein Werbespruch. Überall da, wo es Spaß gibt. Aber hier gibt es keine Theke. Wir brauchen eine Theke oder einen Tisch. Gib mir einfach diesen hier. Dann stelle ich den hier irgendwo, wo es passt. Wo passt es hin? Wo könnte man gut Geburtstag feiern? Wir stellen ihn einfach hier an die Seite. Und dann passt das schon. Lilia macht das. Ganz viel Spaß beim Sims-Spielen. So, und dann feiern wir auch jetzt direkt. Also wir lassen sie direkt Geburtstag haben. Können wir hier einmal alle zusammen hingehen, bitte? Ich glaube, das war ein bisschen nah. Jetzt stehen die doch da bestimmt alle. Guck mal, wir haben schon 699 Gruppenpunkte. Guck mal, süß. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. I am Barbie and it's my birthday. Happy Birthday to me. Dreh dich. Schön. Fantastisch. Sophie, mach's gut. Und Emily, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's? So. Jetzt gibt's. Warte, nein. Ich weiß, ihr wollt jetzt alle wahrscheinlich Kuchen essen. Aber wir schmeißen eine Runde. Getränk bestellen für die Gruppe. Und zwar. Für alle gibt es Feuerbrot. Spaß. Wir trinken River Blossom. Let's go! Schön. Ein Weinchen trinken wir. Ein Weinchen. Oh, guck mal. Ken hat 600 Simoleons verdient. Da können wir doch direkt mal einen Bruchteil von ausgeben, um für unsere Girls Getränke zu kaufen. Ich lieb's. Schön, dass wir uns dafür entschieden haben. Ach, schön. Toll. Ganz, ganz toll. Komm, wir reden mal wieder mit Jody. Mit ihr haben wir uns lange nicht... Guck mal, sie ist sogar noch ein bisschen sauer wegen der Party da. Deswegen entschuldigen wir uns mal nochmal. Und führen dann jetzt mal eine gute Unterhaltung.
NASA. Für ein bisschen Smalltalk. Ein bisschen kennenlernen nochmal. Ja, guck mal, jetzt geht's nämlich los hier. Linchen! Dankeschön für die 53 Monate. Das ist so lang. Das ist so unfassbar lang. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Zum Vino sage ich Nino. Das ist heute unser Motto hier. Guck mal, wie geil. Ach, das ist so süß. Und Dodo, Hallöchen. Und Alisa, Grüße zurück ins Gym. So, und wenn wir dann genug getrunken haben, gehen wir dann mal... Gibt es eine Geburtstagsmassage? Und zwar... eine Lavendel-Aromatherapie von Sunny. Die machen wahrscheinlich jetzt gleich alle wieder Nackt-Yoga, aber das ist okay. Ach, oder warte, bevor wir das machen, wir gehen alle erstmal zusammen in die Sauna. Sauna-Time! Oh, guck mal. Das ist ja einfach nur toll. Deswegen liebe ich das Spa-Day-Pack. Auch wenn es auch sehr verbuggt ist, aber das ist schon toll. Das ist schon echt toll. Guck mal, Sadie kennen wir echt gar nicht so gut, ne? Wir reden mal über Fitnesstechniken. Und werden dann mal über unsere Hochzeit reden. Ganz belanglos. Und werden dann auch mal ein bisschen sie kennenlernen. Die könnten ruhig mehr Packs überarbeiten. Ja, also ich meine, das Pack haben die ja schon überarbeitet und das ist trotzdem oft sehr buggy. Aber ich wünsche mir so ein Refresh für Gaumenfreuden. Das wäre toll. Wer ist denn das? Ich habe Geburtstag, lass mich in Ruhe. Wartet mal, können die Kinder nicht, während ich jetzt nicht da bin, ne? Du baust deine Kreativitätsfähigkeit auf, weil das musst du lernen und du Logik, ne? Ah, shit, er muss erst noch Schach spielen. Aber dann arbeite an deiner... Ach, Mist. Mist. Und du? Level 6 der Motorikfähigkeit. Kriegen wir das hin? Oh, Mist. Mist. Und du? Musst noch... Komm. Charisma brauchen wir doch gar nicht. Dann knüpfen wir so lange Kontakte mit Chris. Er soll dein bester Freund werden. Ella, Hallöchen. Hallo, hallo. Das ist ein schöner Geburtstag für Barbie. Guck mal, wie glücklich sie ist. Sie ist tiefenentspannt. Also sie hatte ja immer noch die ganze Zeit Angst vorm Schwimmen. Kann sie mal... wir werden doch selbstsicher, wenn man in den Spiegel guckt, glaube ich, oder? Oh. Also das ist eigentlich nicht Barbie. Ich weiß nicht, wer jetzt gerade eine Pediküre kriegt und für wen wir das jetzt entschieden haben, aber immer pink. Und dann... Ja, war das ja jetzt eine Steilvorlage. Komm, ich will auch eine Pediküre. Achso, ups. Ja, dann gehe ich halt dahin. Maniküre möchte ich. Das ist so süß, ne? Lieb ich. Lieb ich. Jenny, Hallöchen. Ja, ihr habt jetzt auch genug entspannt. Kommt, wir müssen noch ein bisschen Geld ausgeben. Jodie, würdest du einmal aus dem Weg gehen? Das wäre sehr nett. Achso, der ist zu uns gekommen. Wir wollen heute wieder die Sargnägel. Wo war das nochmal? Nee, ich möchte heute mal so spitze. Und dann in dieser Farbe, bitte. Jasmin, ich glaube, ich habe dir noch gar nicht Hallo gesagt, ne? Habt ihr noch nicht Hallo? Nee, habt ihr noch nicht gesagt Hallo? Ach, schön. Ich bin ein bisschen neidisch immer. Ich würde auch gerne um die Uhrzeit so... eine Maniküre kriegen. Ach, schön. Sehr, sehr schön. Freut mich für sie.
Miri, Hallöchen, herzlich willkommen. Das ist von dem Spa-Day-Pack. Und Vanella, mach's gut. Schön, dass du hier warst. Was habt ihr bisher hierher gemacht? Wir haben das Zimmer von den Zwillingen umgestaltet. Wir haben den Garten umgestaltet. Und jetzt feiern wir Barbies Geburtstag. Und lassen uns eine Maniküre geben. Einfach damit es uns super gut geht. Bin nur hier, um Mods zu ärgern. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Nice, Stacy. Ich glaube, das braucht sie, ne? Naja, das Spiel wird das schon noch registrieren. Hab morgen Geburtstag. Uiuiuiuiui. Sehr cool. Dann wünsche ich dir morgen einen ganz wunderbaren Tag. So wie Barbie. Ganz tiefenentspannt. Oh, ja. Okay, es ist wieder FKK. Es ist wieder FKK. Es, ja, natürlich. Elena gibt den Yogakurs auch irgendwie. Warum auch immer. Ach nee, das ist nicht Elena. Sie hat nur die gleiche Frisur. Ja, gut. Alles wie immer. Ja, gut. Okay. Oh mein Gott. Ja, Barbie macht noch ein paar Sit-Ups, auch sehr gut. Ja, okay, warte mal. Wir lassen uns noch eine Massage geben und ich glaube, dann haben wir alles an guten Dingen erfüllt. Die Besprechung mit der Masseurin befindet natürlich hinter dem Haus statt, wie das immer so ist. Ach, schön. Toll, Leute. Das war eine sehr gute Idee. Dann haben wir Kens ganz Gehalt ausgegeben. So sollte es doch sein, oder? Oh, guck mal, was die auch für eine nice Maniküre hat. Sehr, sehr hübsch. Sind unsere Friends eigentlich noch da? Nee, ich glaube nicht. Wir sind schon gegangen, aber das ist natürlich auch okay. Bella, Hallöchen, wie geht's dir? Oh, hat sie jetzt wirklich gerade gefurzt? Da hat die Masseurin aber falsche Knöpfe gedrückt, hör mal. Was sieht aus, wenn sie sie gleich angreift? Los, komm, ich muss nach Hause. Meine Kinder müssen ins Bett. Und war gut? Wie neugeboren. Schön. Nee, jetzt machst du keine Sit-Ups mehr, wir gehen nach Hause. Was für ein toller Geburtstag. Wundervoll. Das war doch ein schöner Barbie-Geburtstag. Ganz nach ihrem Geschmack. Ich möchte die Mädels nicht mitnehmen. Sehr gut. Da werden wirklich alle Dämonen ausgetrieben. Aber hallo. Wann kommt der Part auf YouTube? Kommt immer drauf an. Also es kommt immer drauf an, wann ich schaffe, das hochzuladen, weil es halt immer super lange dauert, bis das geuploadet ist, weil die Datei so groß ist. Also was heißt super lange, aber manchmal dauert es halt eine Stunde. Guck mal, sie ist nicht mal müde. Sind die Kids denn müde? Nee, die sind alle ausgeschlafen, das war mir klar. Stacy, ab ins Bett. Wir tun das schon mal. Haben die beiden jetzt an dem Schulprojekt von Chelsea gearbeitet? Das ist noch nicht fertig, aber seins ist fertig. Wenn er jetzt, ja, er ist auch nicht müde, dann lasse ich ihn jetzt nämlich. Ich weiß, du willst jetzt auch gerade am PC sitzen, aber er muss noch seine persönliche Stellungnahme schreiben. Und du müsstest, ach so, ja genau, dein Projekt kannst du dann ja noch fertig machen. Dann sind wir für morgen ready. Und Ken kann dann mal jetzt hier alles reparieren. Er kann eine Reparier-Session einlegen. Sieht entspannt aus, die gute Barbie, finde ich auch. Das sehe ich auch so. Ich muss mal ganz kurz Pipi machen, sonst piesel ich mir ja gleich in der Buchs.
bin sofort wieder da, ihr Lieben. Ich denke sogar an Werbung. Also es kommt jetzt einmal ein kleiner Werbeblock. Für die, die kein Subby haben, dann kommt es nicht zwischendurch. Bis gleich! Ich kann auch laufen lassen. Also nicht meine Pipi, sondern ich lasse das Spiel laufen, okay? Das kann nicht gut gehen. Er mag nicht Geschicklichkeit, natürlich. Natürlich. Ja, darfst du ruhig mögen. Nicht mögen. Bis gleich! Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least. Und es brennt nicht. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal super. Eieieiei. Kadexalöchen, ich nutze die Education Overhaul Mod. Da können die sich an der privaten Schule anmelden. Genau, habe ich auch ein Video zu gemacht. Hat Ken sich die Hochzeitsurkunde angeguckt? Aber guck mal, jetzt ist er auch richtig müde. Maus, iss ruhig deinen Kuchen noch zu Ende. Tommy, bist du fertig? Nee, auch noch nicht. Ach, hier ist auch noch was kaputt. Na toll. Das kann ja jetzt heiter werden. Aber dann rufen wir einfach den Reparaturdienst, ne? Jetzt haben wir ja ein bisschen Geld. Geld ist zum Ausgeben da. Ich habe gerade auf Toilette, also ich weiß nicht, warum ich da jetzt gerade dran gedacht habe, aber... Oh! Also YouTube, es nimmt ja die ganze Zeit jetzt hier weiter auf, während ich kein Internet habe. Das Internet ist gerade weg. Geht wieder? Also bei mir ist es immer noch rot. Kurz den Stream aus und wieder an. Geht nicht. Hmm.
Na? Okay, YouTube-Zuschauer, ich mach mal die Aufnahme aus. Bis nächste Woche.